The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Das unvergängliche Erbe. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Das Lösegeld ist bezahlt worden. Jetzt haben alle die Möglichkeit, zu Gott zu kommen und durch ein gehorsames Leben das ewige Leben zu bekommen. Wie traurig ist es aber, dass die Menschen von dem unvergänglichen Erbe abwenden und für die Befriedigung des eigenen Stolzes, für die Selbstsucht und Äußerlichkeiten leben und den Segen verlieren, den sie in diesem und im kommenden Leben haben könnten. Sie dürften nämlich in die himmlischen Paläste eintreten und auf einer Basis der Freiheit und Gleichheit mit Christus und den himmlischen Engeln und den Fürsten Gottes Gemeinschaft pflegen. Und doch, so unglaublich es auch sein mag, wenden Sie sich von all dem ab, was den Himmel anziehend macht. Der Schöpfer aller Welten will alle, die an seinen eingeborenen Sohn als ihren persönlichen Retter glauben, so sehr lieben, wie er seinen Sohn liebt. Schon hier und jetzt schenkt er uns seine Gnade und Gunst in diesem wunderbaren Ausmaß. Er hat den Menschen das Licht der Welt, die Majestät des Himmels geschenkt und uns mit ihm alle Schätze des Himmels gegeben. Hat er uns für das kommende Leben viel verheißen, so gibt er uns auch in diesem Leben festliche Geschenke. Er möchte gerne, dass wir, die Empfänger seiner Gnade, alles genießen, was uns charakterlich veredelt, weiterbringt und erhebt. Er hat geplant, uns für die himmlischen Höfe dort oben tauglich zu machen. Doch Satan kämpft um die Seelen der Menschen. Er will sie nicht einmal einen flüchtigen Blick auf jene zukünftige Ehre werfen lassen, auf die ewige Herrlichkeit, die allen Himmelsbewohnern bereitlegt. Nicht einmal eine Kostprobe machen lassen, die einen Vorgeschmack auf das Glück des Himmels geben könnte. Menschen, die Christus als ihren Heiland annehmen, gilt die Verheißung des jetzigen und des kommenden Lebens. Der geringste Jünger Christi darf ein Bürger des Himmels werden, ein Erbe Gottes, der ein unvergängliches Erbe bekommt, das nicht dahinschwindet. O, dass doch jeder Einzelne das himmlische Geschenk wählen und ein Erbe Gottes werden möchte, der das Erbe empfängt, das auf ewig vor allen Zerstörern sicher ist. Bitte, wählt doch nicht die Welt, sondern das bessere Erbe. Drängt voran, bahnt euch einen Weg zum Ziel, damit ihr den Siegespreis eurer Berufung in Jesus Christus erhaltet. The Lord is coming. Are you ready?